Zwei Ex-DSDS-Teilnehmerinnen packen über ihre traumatische Zeit bei der Castingshow aus. Über Nacht berühmt werden und den Traum von der großen Musikkarriere wahr werden lassen? Damit lockt Deutschland sucht den Superstar schon seit über 20 Jahren immer wieder junge Frauen und Männer vor die Kamera. Doch so aufregend, glamourös und spaßig, wie Dieter Bohlen, 70, und seine Jurykollegen die Show inszenieren, ist sie in der Realität leider nicht. Im Gegenteil, der Druck, unter dem die Gesangstalente stehen, ist so extrem, dass immer wieder Teilnehmer daran kaputt gehen. Aneta Sablik? So schlecht ging es ihr damals so wie Aneta Sablik. Die 35-Jährige sang sich 2014 bis zum Sieg. Doch ihr Erfolg hielt nur kurz. Der Preis, den sie dafür allerdings zahlte, war umso höher. In der Bild-Zeitung gestand Aneta gerade, dass sie während ihrer DSDS-Teilnahme so starke Selbstzweifel entwickelte, die sie sogar in die Bulimie trieben. Ich hatte sehr viele Komplexe. Auch während meiner Auftritte habe ich immer gedacht, hoffentlich sieht man meine dicken Beine nicht, so Aneta. Dabei war die gebürtige Polin damals schon super schlank. Doch vor allem Dieter Bohlen stichelt bekanntlich gerne mal mit gemeinen Kommentaren gegen das Aussehen der Kandidaten. Wenn ich so einen Body hätte wie du, hätte ich mich ziemlich bekleidet. Ist nur einer von vielen fiesen Bohlensprüchen. Wie sehr das verletzt, verunsichert, das zeigen die RTL-Kameras aber nicht. Auch Aneta litt im Stillen, wie sehr, gibt sie erst heute zu. Denn Aneta war während ihrer Zeit bei DSDS schwanger, erlitt während der Dreharbeiten eine Fehlgeburt. Die Schuld daran gibt sie ihren Selbstzweifeln und der daraus folgenden Essstörung. Ich habe meinen Körper nicht akzeptiert. Und er hat mich einfach hängen lassen. Anetas Schicksal ist kein Einzelfall. Auch andere Kandidaten stürzten nach DSDS ab, wurden gemobbt oder depressiv. Christina Gittstaler? Geht lieber nicht hin. Arbeitsunfähig nach DSDS-Kandidatin Christina Gittstaler etwa, die 2017 ihr Glück versuchte, wurde erst von der Jury abgewatscht, dann im Netz mit einem Shitstorm überschüttet. Die Folge? Christina wurde krank, konnte nicht mehr arbeiten, kämpfte sogar mit Suizidgedanken. Sie warnt, wer darüber nachdenkt, in eine Castingshow zu gehen, der soll wissen, was auf ihn zukommen kann. Geht lieber nicht hin. Auch Aneta würde sich heute wohl zweimal überlegen, ob sie für ihren großen Traum, die Musik, alles riskiert.